Was ist das hier? Sorry, ich hab Donus noch nicht abgecatcht. Kennt man doch irgendwo her. NPC-Encounter? Hey, ihn kennt man doch irgendwo her. Hallo? Von TikTok, genau. Ich bin der Knossi, ja? Ja, ja. Hast du mich gekannt? Von King Thomas, Tam Dance. Tam Dance. Hey, King Thomas. Mach mal den Tam Dance. Kann ich jetzt nicht. Ah, okay. Ich denke, wir sind beide sehr bekannt. Toll, ja. Freut mich total. Und was machen Sie hier? Ich komme gerade frisch aus Thailand. Ich lebe in Hua Hin, habe dort ein spirituelles Dorf. Ja, ja. Ich habe dich kennengelernt, ja, wo ich mit King Thomas angefangen habe. Aber es gibt nur einen König, das ist Knossi. Aber jetzt gibt es noch King Thomas. Ich bin ja König des Internets. Welcher bist du? Ja, ich bin König des Vereinten Heiligen Deutschen Königreichs. Aber es geht ja darum, dass Deutschland endlich wieder reich an Königen wird. Ne? Ja, also. Boah, okay, das ist ein bisschen tief drin in dem Ganzen, Digga. Also, das müssen wir mal besprechen, aber wir sollten uns unbedingt den Kontakt austauschen. Hast du ein Kärtchen jetzt oder was? Ja, halt dieses Ding hier, Alter, ne? Ich sag's dir so wie es ist, Chat. Leute, die in Social Media dir eine Karte geben, Bro, denen würde ich nicht vertrauen. Das war's. Den trau ich nicht, Bro. Wenn mir irgendein Streamer oder irgendein, Digga, Junge, Bruder, was für Karte? Komm jetzt nicht mit einer Karte, Digga. Vertraue ich nicht. Das hier, ist das cool? Ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen ist. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, in anderen Branchen ist es relativ normal. Aber Adam hat safe eine Karte. Oh mein Gott, Skyline TV hat 100% eine Karte, Digga. Der gibt dir eine Karte. Oh mein Gott, der gibt dir 100%. No Joke hat eine Karte, aber bei dem wäre es in Ordnung. Leute, wir sind fertig, wir müssen los, Jens. So, Leute, ihr habt entschieden, wir gucken mal ein bisschen weiter. Ja, wir müssen schon los, wir müssen schon weiter. Dings vom Deutschen Reich. Ja, gut, ich bin auch König von IRL, von daher. Eine wichtige Begegnung. Okay, weirder Flex. Aber muss man sagen, es ist actually ein W, dass er da jetzt hier den Wegschwenker macht. Bisschen weitergehen, ja. Es ist eine wichtige Begegnung. Weil der Bre ist schon fucking weird, Bro. Knossi, wir machen Geschichte. Nur weil er auch einen Anzug an hat, ist ja nicht sofort eine wichtige Begegnung. Alter, was ist die Deutschmark, ne? Gehört alles zum Verein der Heilige Deutsche Königreich. Ist das dein Geld? Ja, das haben wir damals. Ich hab doch damals. Adam weiß nicht so richtig, was er machen soll, weil er will Knossi davor bewahren. Knossi weiß nicht, wer das ist, you know? Und Adam will ihn bewahren, aber Adam macht auch gleichzeitig die Produktion von Knossi und bekommt Geld von Knossi, dass er diese Produktion macht. David Degerman, checkt ihr, was ich meine? Das ist das große Problem, in dem wir hier gefangen sind. Schauen. Aber Adam versucht, er hat versucht, was soll er machen, Bro? Er tried. Kanal Telemedialfernsehen gemacht. Nach dem Kinderkanal. Warte. Okay, aber no joke. Das ist ein Adam W, Bro. For real. Weil Knossi weiß es nicht und ich check das, wenn du so, no joke, wenn in einem IRL-Stream so ein goofy-ass-Guy zu mir kommen würde, ich würde auch da gucken, dass wir da bleiben, wenn ich ihn nicht kennen würde, weil man halt versucht, den Content mitzunehmen und, ne, der wäre ja auch Content, wenn er nicht so weirden Shit sagen würde. Checkt ihr, was ich meine? So, wenn der jetzt, sagen wir mal, der hat nur diesen Thumbdance gemacht und wäre einfach nur so ein Ding, checkt ihr, so einfach nur so ein funny Guy, Bro, dann wäre der ja auch Big Content, checkt ihr? Aber so, ihr versteht, was ich sage.